In Leipheim kann man jetzt Strom tanken. Die erste Ladesäule der Stadt im Landkreis Günzburg wurde feierlich eingeweiht. Und es soll nicht die einzige bleiben. Leipheim will damit seinen Beitrag zur mobilen Energiewende leisten. Ich gehe davon aus, dass die Bürger nach und nach auch auf Elektroautos umstellen werden. Und das heißt für mich, dass wir natürlich auch die notwendige Infrastruktur schaffen müssen, dass die Möglichkeit eben besteht, die Fahrzeuge zu betanken. Kooperationspartner bei diesem Projekt ist der Energieversorger Erdgas Schwaben, der diese Ladesäule betreibt. Zwar setzt man dort bei längeren Strecken weiterhin auf Erdgasantrieb, doch gerade bei Kurzstrecken ist die Elektromobilität unschlagbar. Das ist jetzt die erste Kommune auch im Landkreis Günzburg, die sich für so eine Ladesäule praktisch entschieden hat und sie mit initiiert hat. Und es hat eine große Strahlkraft auf umliegende Kommunen, wie wir heute ja bereits gesehen haben. Es waren Bürgermeister benachbarter Kommunen da. Dabei ist E-Mobilität im Landkreis Günzburg kein neues Thema. Der Landrat rechnet damit, dass vielleicht schon bald das 100. Elektromobil zugelassen wird. In jüngster Zeit wird das ja auch von der großen Politik vorgegeben. Auch die Automobilkonzerne scheinen umzusteuern auf E-Mobilität. Aber im Landkreis Günzburg waren wir schon ein bisschen früher dran. Der Landkreis selber hat schon vor 5 Jahren das erste E-Auto gehabt. Ja, und das war gerade für Innenstadtverkehr in Günzburg ideal. Der Strom dafür kommt derzeit zu 100% aus umweltschonender Wasserkraft. Der Umstieg von herkömmlichen Brennstoffen auf regenerative Treibstoffe ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Die Politik hat den Weg eingeschlagen, jetzt liegt es an der Umsetzung. Ja, wir brauchen noch mehr solche Ladestationen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir eine Vergrößerung der Reichweiten dieser Fahrzeuge. Auch das wird technisch mit Sicherheit kommen. Wenn es nach Erdgas Schwaben geht, dann soll jede zweite Woche eine neue Ladesäule in Betrieb gehen. Die nächste bereits in einer Woche in Nördlingen.